Hamburg war Ausgangspunkt der Swing-Szene in der NS-Zeit. Die illegal abgehaltenen Treffen waren den Nazis ein Dorn im Auge. Denn wer sich für die Swing-Musik aus den USA und England begeisterte, vertrat nicht die NS-Ideologie und hatte keine Lust, für den Führer in den Krieg zu ziehen. Insgesamt blieb die Swing-Bewegung allerdings eine Minderheit. Von der Reichskulturkammer war Swing-Tanzen verboten. Die Rädelsführer wurden schließlich ins Hamburger Gestapo-Gefängnis und ins KZ Fuhlsbüttel gebracht. Das alles verhinderte jedoch nicht die weitere Ausbreitung des Swing. Im Gegenteil, mancher wurde dadurch erst politisiert. Wenn wir so früher gingen, als Swingboys, dann hatten wir also erstmal einen Zweireiher. Ich hatte einen dunkelbraunen Zweireiher mit feinen Nadelstreifen. Zweireiher war ganz in und ganz wichtig. Und wenn wir so auf die Straße gingen, hatten wir einen dunkelblauen zweireihigen Mantel an, ein weiches Kaschmir und ein Lochhut auf. Das war so ein steifer Hut. Und dann gingen wir so mit dem Regenschirm über die Straße. Das hatte was. Das hatte insofern was, die Nationalsozialisten konnten diesen Aufzug überhaupt nicht verstehen. Und somit waren wir schon äußerlich sofort die Feinde des Dritten Reiches. Er kam mit der Platte Goody Goody und sagte, wie findest du das? Und von dem Zeitpunkt an waren wir herrliche Swingboys. Und wir konnten uns dann, wir, nämlich mein Freund Günther und ich, konnten uns natürlich es leisten, auch für teures Geld ausgefallene Platten zu kaufen. Wo kriegte man solche Platten? Ja, da gab es dann zum Beispiel in Hammerbrook einen ganz kleinen, stillen Laden, 100 Mark hießen die Inhaber, der besorgte solche Platten. Und das waren natürlich Schätze. Hitlerjugend und Jungvolk waren natürlich abgeschrieben, die Mädchen kamen ins Spiel und der Swing machte große Saison und wir traten in den Tennisclub St. Georg ein und machten das Clubhaus zur Swing-Gemeinde. Es war eine Wucht, was wir da auf die Beine gestellt haben. Da zitterten wirklich die Balken und draußen marschierte die Streifen-HJ und wartete eventuell, bis wir rauskamen, um uns dann hopp zu nehmen. Das gelang ihnen aber nicht. Ich kann mich gut an die Swingboys dieser Zeit erinnern, weil ich selber eine begeisterte Swing-Tänzerin war. Und es war also ein ausgesprochen, wie soll ich sagen, schönes, rhythmisches und doch tänzerisches Vergnügen. Swing war ja ein himmlischer Tanz, auch für ganz junge Menschen. Und ich war also eine Pionierin, eine Vorläuferin für den Swing. Ich war damals 13 Jahre alt. Ne? Aber Sie wussten, dass das von den Nazis nicht gerne gesehen wurde? Wissen Sie, es wurde vieles nicht gerne gesehen. Aber eigentlich haben wir uns alle herzlich wenig darum gekümmert. Die Swing-Jugend wollte ein freieres Leben führen. Man hörte englische und amerikanische Schallplatten, kleidete sich dementsprechend und veranstaltete private Swing-Partys. Bei den Swing-Boys durfte ein Filzhut mit breiter Krempe nicht fehlen. Überlange Mäntel und weitgeschnittene Hosen waren angesagt. Man begrüßte sich mit Swing Heil. Die Swing-Girls trugen kurzgeschnittene Kleider oder lange Hosen, schminkten sich, benutzten Lippenstift und lackierten sich die Fingernägel. Das alles passte den Nazis nicht. Bei ihnen hieß es, die deutsche Frau schminkt sich nicht. Naja, und dann war man da zu 150, 200 Swings, dann waren denn da einkassiert worden. Und die wurden dann so nach und nach verhört, dann stand man da, also das hieß ja Spiegelsaal, warum, weiß ich nicht. Also Spiegel waren da nicht, aber es war so ein riesen Raum und da musste man an der Wand stehen, Gesicht zur Wand und immer in Hab-Acht-Stellung und wie man bewegte sich, dann wurde man erstmal zusammengeschlagen, auch wenn man da hineinkam, also
runter von den Wagen und dann da über den Hof und dann rein. Da standen dann die SS-Leute da und wurden dann erstmal gottsjämmerlich verprügelt. Naja, verprügelt, das ist ja nicht so wie junge Leute heute. Wir waren ja schon in der Schule immer verprügelt worden. Also wir waren da so im Prügeln nehmen, da waren wir ziemlich abgehärtet. Und ich stand dann oben auf der Galerie. Und dann auf einmal kam HJ-Streife. Und Ausweis und weiß ich nicht, ob ich den dabei hatte, jetzt kann ich nicht sagen. Ich sollte jedenfalls mitkommen und wusste im Moment nicht, was die jetzt von mir wollten. Und dann gingen wir zum seitlichen Hinterausgang, zum Operettenhaus raus. Da war noch ein Foyer. Und da standen unten schon auf der linken Seite 20 Mädchen und rechts 20 Jungs. Und vor der Tür ein großer Bus. Und dann alle rein in den Bus und dann wurden wir abgefahren zum Stadthaus hier in einem Neuenwalder. Ne? Wir kriegten gleich eine Verfügung zum Wochenendkerzer. Wir mussten uns dann am Samstagnachmittag um 17 Uhr in Bergedorf, Jugendgefängnis, melden und wurden dann Montag früh wieder rausgeschmissen zur Arbeit. Und dann saßen wir nachmittags, am Sonntag gab es einen Kaffee. Und dann saßen wir, weil das so ein Hufeisen war, dann saßen wir alle nachmittags an den Fenstern, an den Gittern wie die Affen. Und dann haben wir gesungen. Bergedorf ist kein Zuchthaus, Bergedorf ist kein Sing-Sing, Bergedorf ist die Erholung für Hort und Zwing. Also das finde ich heute noch toll. Ja. Können Sie das noch singen? Was, ja. Ja, dann singen das Sie doch nach, mal. Das war nach einer Melodie. Bergedorf ist kein Zuchthaus, ist kein Sing-Sing. Bergedorf ist die Erholung für Hort und Zwing. The red foot flutchy with the fly fly. The red foot flutchy with the fly fly. Treu Deutsch, ja. Und bei diesem Treu Deutsch weiß ich noch genau, da war mir beim ersten Mal sehr mulmig zumute. Treu und Deutsch, das war ja das Höchste, hatte ich gelernt. Zu Hause, in der Schule, überall. Das Höchste überhaupt. Ja, das konnte man doch nicht verhohnepiepeln, wie man damals sagte. Das ging doch gar nicht. Aber ich habe mich sehr schnell gewandelt und das war, also was wir dann später noch gemacht haben, das war noch, ach, das setzte dem ja noch die Krone auf. Aber da war ich schon restlos geheilt vom treu Deutschen.